Hallo zusammen. Wahrscheinlich hat jeder von euch Fragen, die ihr immer schon mal stellen wolltet und euch trotzdem nicht getraut habt, da sie komisch oder zu einfach klingen. Aber macht euch keine Sorgen, denn wir haben für euch die spannendsten und ungewöhnlichsten Fragen zusammengestellt, die die Internetbenutzer immer schon stellen wollten. Und beantworten diese gerne. Hier kommen sie, lasst uns loslegen. Was passiert, wenn alle Stechmücken aussterben würden? Wahrscheinlich würde jeder, der schon einmal von einer Stechmücke gestochen wurde, sich von denen für immer gerne verabschieden. Schließlich würde unser Leben ohne diese lästigen Blutsauger viel besser sein. Doch wie es auch mit den anderen Lebewesen auf unserem Planeten steht, ist hier nicht alles so einfach. Das Verschwinden der Stechmücken würde dazu führen, dass es mehr andere Blutsauger wie Pferdefliegen oder Zecken geben würde, da ein Platz hier für sie frei sein würde. Dabei werden viele Waldgebiete, die für die Menschen aufgrund der Mücken früher unerreichbar waren, bewohnt werden und das könnte zu Umweltproblemen führen. Vergesst auch die Tiere nicht, die sich von deren Magen ernähren. Die Gambusien würden wahrscheinlich genauso absterben wie die Mücken selbst. Wenn sich die Ernährung von ein paar Tieren verändert, verändert sich auch die Ernährung der anderen und diese Spirale würde sich immer weiter drehen. Auch den Pflanzen würde es nicht gut tun, da manche von den Mücken bestäubt oder gedüngt werden. Es ergibt sich also kein schönes Bild. Natürlich übertragen Stechmücken eine Vielzahl an gefährlichen Krankheitserregern. Und wenn die Mücken aussterben würden, wären die Menschen vielleicht weniger krank. Aber lohnt es sich, wenn man mit derartigen globalen Naturveränderungen rechnen muss? Das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Was passiert, wenn der Mond gesprengt wird? Erstens muss man erwähnen, dass der derzeitige Stand der Wissenschaft und der Technik uns das nicht zulassen wird. Auch wenn wir es so gerne hätten. Sogar die mächtigste Waffe wie die Atombombe würde auf der Mondoberfläche nur einen weiteren Krater hinterlassen, von denen es dort sowieso genug gibt. Aber auch damit würde der Mond nicht einmal entzweigeteilt werden. Die einzige mögliche Variante wäre ein Zusammenstoß des Planeten mit etwas genauso Großem. Doch wenn etwas so Riesiges aus dem Weltall auf unseren Mond zusteuern würde, würde die Zerstörung des Mondes das kleinste Problem sein. Aber lasst uns mal vorstellen, dass ein böses Genie es doch geschafft hat, eine wahnsinnig starke Bombe zu bauen, die den Mond in Stücke zerreißen kann. Die Auswirkung würde katastrophal sein. Die Trümmerteile des Mondes, die in den Ozean hinabfallen, würden einen starken Tsunami hervorrufen, der alle Kontinente überflutet und das Leben auf der Erde ausradiert. Aber auch wenn nach dem Zusammenstoß der Mond zu Staub wird, könnte das genauso schwere Folgen haben, bis hin zu einem plötzlichen Winter. Und lasst uns nicht vergessen, dass der Mond sich auf Ebbe und Flut auswirkt und die Erde ohne dieses in Chaos versinken würde. Was passiert, wenn man immer nur durch den Mund atmet? Menschen atmen oft durch den Mund, wenn sie zum Beispiel Schnupfen haben und das ist ganz in Ordnung. Doch nur so lange, bis die Mundatmung zur Gewohnheit wird. Dies kann sich in jedem Alter entwickeln. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Monate lang verschnupft wart, dann werdet ihr euch nicht so schnell daran wieder erinnern, dass ihr auch die Nase zum Atmen verwenden könnt. Forscher stellten fest, dass sich die Mundatmung negativ auf die Entwicklung des menschlichen Knochen- und Muskelgewebes auswirkt. Außerdem sinkt die Spannung der Zunge, die nachts in die Kehle hineinrutscht und die Atmung erschwert. Wenn ihr oft mit dem Mund atmet, könnt ihr auch ein Druckgefühl im Kopf- und Gesichtsbereich spüren. Deswegen schläft man dadurch auch schlechter und wird schneller müde. Die häufige Mundatmung wirkt sich ebenso negativ auf die Ohren aus und kann sogar die Körperhaltung beeinflussen, indem man Rückenschmerzen bekommt. Wenn all diese Gründe noch immer nicht ausreichen, könnt ihr auch Zahnprobleme dazu zählen. Ein neues Experiment der neuseeländischen Forscher ergab, dass die Mundatmung zu Karies führt, da unser Speichel säuerlich wird. Was wäre, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären? Habt ihr schon mal davon geträumt, wie diese riesigen Echsen neben uns existieren könnten? Ehrlich gesagt finden wir derartige Fantasien etwas komisch. Echsen sind keine harmlosen Wesen und der moderne Mensch könnte bestimmt nicht mit ihnen zusammenwohnen. Doch wir könnten uns dies während der Evolution anlernen und würden die altertümlichen Wesen nicht als etwas Ungewöhnliches betrachten. Vielmehr würden Menschen den Dinos nachjagen und hätten diese wahrscheinlich selbst ohne irgendwelche Meteoriten aus der Welt geschafft. Derzeit könnten die restlichen Echsen in Zoos gehalten und als seltene Tierart geschützt werden. Kleinere Echsen würden sich hingegen in der Stadt ansiedeln und die Großmütter in den Parks würden ihnen immer wieder etwas zu essen geben. Was passiert, wenn man in Lava steigt? Wenn man über Lava spricht, stellen sich die meisten immer eine sehr heiße Substanz wie Wasser vor, das alles auf dem Weg vernichtet. Und natürlich will ja niemand zu nahe treten. Doch was könnte passieren, wenn ein Mensch sich zu nah an dem Lavastrom aufhält und auch mal hineinsteigt? Obwohl Lava ein sehr heißes Gebirge ist, das auch fließen kann, erinnert sie nicht an eine Pfütze, sondern eher an eine zähflüssige Marmelade. Und wenn man sie ganz leicht mit der Schuhspitze antippt, passiert nichts Schlimmes. Man sollte das Bein nur früh genug wieder wegziehen. Aber wenn ein Mensch in die Lava hineinfällt, könnte das schlechte Folgen für ihn haben. Die Temperatur des erhitzten Gebirges hat mehr als 1000 Grad Celsius und das ist sehr, sehr heiß. Ein Mensch, der in Lava fällt, hat keine Überlebenschancen. Aber wenn man nur die Hand hineinsteckt, oh nein, macht das ja nicht. Das endet mit starken Verbrennungen und Zerstörung der Nervenenden, aber der Mensch würde es überleben. Liebe Freunde, wir hoffen, dass ihr in euren Köpfen nun 5 Fragen weniger habt. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.